Hey Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4. In der letzten Folge haben wir ja vergeblich versucht, schwanger zu werden. Und ich habe euch ja gefragt, woran das gelegen hat. Für die Leute, die es irgendwie verpasst haben, warum auch immer, warum guckt ihr die Folgen nicht? Wir haben ja versucht, dass Nancy, die gerade bei der Arbeit ist, und Peter, der ebenfalls gerade bei der Arbeit ist, wir haben versucht, dass die ein Kind bekommen. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Ich weiß tatsächlich bis jetzt immer noch nicht, woran das genau gelegen hat. Ich habe euch gefragt und ihr habt so viele verschiedene Lösungen dafür genannt. Das kann irgendwie nicht sein. Also viele von euch haben gesagt, die müssen erst verheiratet sein, was nicht sein kann eigentlich. Dann meinten noch viele von euch, dass dieser Liebesbalken, was machst du hier, Vicky? Okay, dass dieser liebesromantische Balken voll sein muss. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und manche von euch meinten auch, dass man einfach nur ein Techtelmechtel machen muss und dann auf die Toilette klicken und einen Schwangerschaftstest machen muss. Keine Ahnung. Also das Ding ist, Leute, ich bin ja nicht dumm. Ich habe ja auch schon selber Privat-Sims gespielt. Und da konnte ich einfach ganz normal ein Baby machen. Deswegen bin ich sehr stark der Meinung, dass es wirklich an dem Alter von Nancy liegt, dass sie einfach schon zu alt ist. Und deswegen habe ich überlegt, machen wir einfach Plan B. Ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt, ob Summer ein Baby bekommen soll. Und ich schätze mal, die Abstimmung ist sehr eindeutig. Und zwar sind die meisten von euch für Vicky gewesen. Ja, Vicky, mach dich schon mal bereit. Du wirst ein Baby bekommen. Und ja, deswegen habe ich mir überlegt, du musst gerade nicht zur Arbeit. Okay, du bist eigentlich sehr müde, glaube ich. Okay, wir machen das am nächsten Tag. Wir gehen am nächsten Tag auf jeden Fall uns ein Opfer suchen. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Dann lernen wir jemanden kennen und versuchen, ein Baby mit dem zu machen. Ich will nämlich unbedingt ein Baby haben. Ist mir eigentlich echt egal. Falls das nicht klappen sollte, Leute, ich habe noch einen Plan C. Werden wir ein Kind adoptieren? Das geht nämlich auch. So, hier reisen ist hier. Und ich würde sagen, du gehst alleine. Hey, warte, Moment. Wir kennen doch schon Leute, oder? Vielleicht ist da ja ein passendes Opfer. Was ist mit Hendrik? Okay, er hat eine Frau. Noch eine Ehe werden wir nicht zerstören. Patrick. Der sieht doch nett aus. Christian. Sieht auch ganz okay aus. Hier, Travis ist doch ein süßer Boy. Oh, der sieht auch... Okay, es ist ein Senior. Jay Huntington. Der kommt mir bekannt vor. Der sieht auch nett aus. Johnny sieht auch nett aus. Okay, wir haben schon mal Leute am Start. Ich würde sagen, ich entscheide mich jetzt einfach mal für Jay. Mal gucken, ob er um 2 Uhr morgens vorbeikommt. Ich bezweifle das. Na, Jay, hast du Bock? Oh, sie hört sich voll traurig an. Jay schläft. Mit wem hast du denn da geredet, Vicky, wenn der schläft, hä? Okay, dann machen wir das am nächsten Tag. Hey, Nancy. Du kannst einfach mal direkt ins Bett gehen, würde ich mal sagen. Weil du sehr, sehr müde bist. Vicky, dann gehst du auch mal ins Bett. Das ist Vickys Zimmer. So, Peter müsste jeden Moment auch kommen. Dann kannst du direkt mal was essen. Okay, dann warten wir kurz, bis Peter von der Arbeit kommt. Nämlich genau jetzt. So, er hat sehr tolle Arbeit geleistet. Das freut mich natürlich, Peter. Dann gönn dir mal einen Veggie-Burger. Und danach direkt schlafen. Deine Energie ist... Okay, du musst noch duschen. Das kannst du morgen früh. Aber deine Energie ist sehr, sehr weit unten. Deswegen direkt schlafen. Oh, Peter. Ich bin echt traurig, dass wir kein Kind mit Peter machen können. Also wir können natürlich Vicky und Peter verkuppeln, aber nein. Deswegen machen wir das anders. So. Nein! Oh, Peter! Was tust du? Ich habe doch gesagt, du kannst doch noch ins Bett gehen, oder nicht? Ist das so schwer? Hier, geh zu Nancy ins Bettchen. Schaffst du das? Oh ja, er schafft es. Puh.
Ja, das heißt, unsere neue Mission ist auf jeden Fall, Vicky einen Freund zu finden. Summer ist wach. Summer hat anscheinend sehr gute Laune. Sehr gut. Nee, bevor du essen gehst, geh kurz auf Toilette. Was ist das denn hier? Ein Glas Wasser. Von Peter, natürlich. Ach, was machen wir nur mit dem Jungen? Okay, das Haus sieht echt eklig aus. Hier steht überall irgendwie ekliges Zeug rum. Ah, Vicky ist auch wach. Guten Morgen. So, du brauchst sozial. Das heißt, wir schwänzen heute einfach mal die Arbeit, würde ich sagen. Ich hoffe mal, Jay ist eine gute Wahl. Also wir hätten hier noch ein paar andere Leute, aber... Ja, Travis wäre auch okay eigentlich. Ich würde tatsächlich, glaube ich, jetzt Travis nehmen, weil wir mit ihm die beste Beziehung im Moment haben. Also er ist unser Freund und Jay zum Beispiel ist nur ein Bekannter. Das würde sogar noch länger dauern. Deswegen nehme ich einfach mal Travis und sage, er soll vorbeikommen an diesem wunderschönen Tag. Oh, Vicky sieht so traurig im Moment aus. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Travis, komm bitte vorbei. Ja, er wird gleich da sein. Vicky, dann zieh dich mal auf jeden Fall um. Genau. Erstmal reden wir ganz kurz mit ihm. Aber ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach im Schnelldurchlauf. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so Bock, dass das so lange dauert. Ja, Summer, du kannst dich eigentlich nochmal hinsetzen oder so. Nein, nicht plaudern. So, du sollst weggehen. Vicky und Travis wollen alleine reden. Neben diesem leckeren Teller. Summer, habe ich nicht gesagt, du sollst hier weggehen? Verschwinde. Ich räume jetzt mal für euch auf, weil das echt eklig ist. Ist er das? Ich hoffe nicht, weil das verdorben ist. Summer, mach deine Sit-Ups. Ich probiere jetzt einfach schon mal was Romantisches. Flirten. Und wir fragen, ob er Single ist. Das ist sehr wichtig. Ah, okay, es funktioniert schon mal. Also es scheint nicht so schwer zu sein wie bei Nancy und er ist Single. Das ist ein Zeichen. Er wird unser neuer Boy. Also wir fangen jetzt mal mit romantischen Aktivitäten hier an. Wir gestehen einfach mal, dass wir uns angezogen fühlen. Mal gucken, wie er reagiert. Er reagiert sehr positiv. Wie, du gehst einfach weg? Hallo? Hä? Travis! Geht's noch? Okay, wir machen einfach mal eine Verabredung, weil wir haben ja bei Nancy und Peter erfahren, dass das, ja, die Beziehung schon ein bisschen vorantreibt. Also machen wir einfach mal eine Verabredung. Wir gehen heute nicht zur Arbeit, ist egal. Hast du Bock auf ein Date? Das freut mich. So, wo gehen wir denn hin? Ja, wir können natürlich wieder in den Park gehen, ne? Wir gehen einfach mal in die Lounge, auch wenn es mitten am Tag ist, ist ja egal. Und ich schätze, ich habe ein gutes Gefühl bei den beiden. Ich glaube, das wird was. Dann gehen wir einfach mal nach oben und setzen uns hier hin. Zusammen sitzen. Das ist eine gute Idee. So, dann reden wir eine Runde. Ich weiß halt nicht, ob, wenn wir romantische Sachen machen, ob das dazu zählt zu Kontaktknüpfen. Mal gucken. Ah ja, das zählt dazu, das ist perfekt. Wartet mal bitte kurz. Hier ist alles frei. Aber nein, die Oma setzt sich genau neben uns. Hä? Ja, hä? Bei denen geht das ja viel leichter als bei Nancy und Peter. Wie geht das? Ersten Kuss können wir jetzt schon machen. Wisst ihr, wir machen das einfach jetzt mal. Wenn es schon klappt, dann klappt es. Oh, und? Ich finde das jedes Mal so süß einfach. Wir haben doch gerade unseren ersten Kuss erlebt. Bitten, Freund zu sein. Ich weiß, Leute, das ist ein bisschen schnell alles, aber wir machen es jetzt einfach mal, weil wir ein Baby haben wollen. Joba? Ja, wir sind zusammen. Travis ist soeben der Freund von Vicky geworden. Oh, Heiratsantrag machen. Okay, ich würde sagen, hallo, kannst du bitte hier bleiben? Wir machen jetzt noch ein paar so romantische Aktionen. Küssen. Ja, Leute, chillt mal ein bisschen. Hier gucken Kinder zu. Ja, wir haben Ziel erreicht. Verführerisch flüstern, okay, mach einfach mal.
ewige Liebe erklären. Ach, jetzt können wir einen Heiratsantrag machen. Okay, naja, das ist ein bisschen zu früh. Wange streicheln. Oh. Okay, Verabredung küssen, das können wir auch machen. Erotischer Austausch, oh Gott. Wow, wow, Vicky, was geht denn hier ab? Ich glaube, ihm hat's gefallen, auf jeden Fall. Warum gehst du jedes Mal weg? Was für Trinkgeld geben? Wir haben so schon... Okay, wir haben Geld, aber wir wollen kein Trinkgeld geben. Oh, ich würde so gern diesen Heiratsantrag machen, aber es wäre echt ein bisschen zu früh. Ja, wir können ja die Verabredung jetzt beenden, ist ja egal. Wir haben Silber bekommen, das ist sehr gut eigentlich. Und dann gehen wir nach Hause. Oh Leute, ich will einfach nur ein Baby. Aber ich glaube, es klappt. Ich bin sehr zuversichtlich, ja, ja. Gehen mal ins Schlafzimmer. Ja, hier, Baby machen mit. Ich bin doch nicht blöd. Dann lag es hundertprozentig daran, dass sie zu alt ist. So, dann machen wir jetzt direkt ein Baby. Ist mir völlig egal, ob das zu schnell ist. Ich meine, die kennen sich doch schon seit ein paar Stunden. Kann man doch mal ein Baby machen, oder nicht? Vicky muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, in der Zeit können wir noch mal schnell ein Baby machen. Alles gut. Baby machen, Baby machen, Baby machen. Ich möchte, dass er bei uns einzieht. Frag ihn das mal bitte. Bitten einzuziehen. Weil ich finde, wenn wir schon ein Baby machen, dann sollte der Vater auch in unserem Haus wohnen. Also, das macht ja sonst keinen Sinn. Ja, stellt euch ineinander. Alles gut. Zusammenziehen, yes! Ah, dann kriegen wir sogar noch mehr Geld, weil er ja bestimmt auch ein bisschen Geld hat, oder? Ah, okay, er hat noch eine Mitbewohnerin. Hey, wartet mal! Mir fällt jetzt erst auf, Summer hat ja vorher auch bei den beiden gewohnt. Und jetzt wohnt er auch bei uns. Hä, wie witzig. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Eigentlich muss sie auch noch bei uns wohnen, aber... Ah, vielleicht ist Summer ja lesbisch. Na, egal, okay. So. Yes, bitte einziehen. Hä, das ist gerade echt voll witzig. Mir ist das irgendwie jetzt erst aufgefallen. Ja, Travis muss auch gerade zur Arbeit, ist mir aber egal. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Schwangerschaftstest machen müssen. Ah, Tatsache. Okay, dann machen wir einen Schwangerschaftstest und dann werden wir herausfinden, ob wir schwanger sind. Ich bin aufgeregt, Leute. Ist mir egal, ich gehe nicht zur Arbeit. Ich bin schwanger, vielleicht. Ich muss ja sowieso auf Toilette, also passt das. Oh Leute, ich bin so aufgeregt. Ist sie schwanger? Ist sie schwanger? Ja! Wir sind schwanger. Wir sind schwanger. Wir sind schwanger. Sorry. Herzlichen Glückwunsch, Vicky erwartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Oh, wir haben es geschafft. Als ob sie jetzt schon so dick ist, das kann nicht sein, oder? Aber wir sind schwanger. Ja. Alter, ich habe so lange gebraucht für Nancy und Peter. Und jetzt habe ich es einfach innerhalb von ein paar Minuten geschafft bei den beiden. Oh mein Gott. Puh, ich bin etwas aufgeregt. Aber Leute, wir werden ein Baby bekommen. Und ich würde einfach sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Kind. Ihr könnt jetzt schon mal Namensvorschläge hinschreiben. Für Junge und für Mädchen. Je nachdem, was es wird. Und ja, dann suche ich mir auf jeden Fall einen aus. Aber wir sind schwanger. Ja! Puh. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!